Meine lieben Geschwister, wir haben bereits in zwei vorangegangenen Predigten über verschiedene Hindernisse gesprochen auf dem Weg zur Religiosität. Und wir haben gesprochen über diese Hindernisse auf dem Weg zur Religiosität. Man kann sie in zwei Kategorien einteilen. Manche von ihnen hängen mit dir alleine zusammen, hängen von dir alleine ab. Und andere Dinge hängen mit anderen Menschen zusammen. Denn der Mensch lebt natürlich in einer Gesellschaft, und auch andere Menschen haben Einfluss auf ihn. Deswegen ist es eine unbedingt wichtige Sache, dass man darauf hinweist, was für Hindernisse es auf diesem Weg gibt, ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Wir haben geredet über die Unwissenheit, wir haben gesprochen über, dass man seinen eigenen Gelüsten folgt, wir haben gesprochen darüber, dass man seinen eigenen Verstand vor das Gesetz voranstellt, und heute möchten wir uns über weitere Hindernisse unterhalten. Eine davon sind die sogenannten Schubuhat. Unter Schubuhat verstehen wir jetzt in diesem Zusammenhang, liebe Geschwister, auf Deutsch heißt es übersetzt Unklarheiten. Wir verstehen hier darunter, dass ein Mensch überzeugt ist von einer Sache, er glaubt davon, dass es die Wahrheit ist, aber in Wirklichkeit ist es nicht die Wahrheit. Er denkt, es ist so, aber es ist eben nicht der Fall. Liebe Geschwister, unsere Religion ist aufgebaut auf der Hingabe zu Gott, subhanahu wa ta'ala. Unsere Religion ist aufgebaut darauf, dass man sich seinem Herrn vollkommen ergibt, in seinen Aussagen, in seinen Taten, in dem, was man im Herzen zu glauben hat. All dies, was wir hören von unserem Herrn, akzeptieren wir und stellen es in keinster Weise in Frage. Manche Leute sind von bestimmten Dingen überzeugt. Das heißt, sie kennen sich in einem Thema nicht aus, weil sie wissen nicht, was die Religion dazu zu sagen hat. Sie sind dann von irgendeinem Gedankenzug überzeugt worden, von irgendeiner Vorstellung, von irgendeiner Ideologie, von irgendeiner Vorstellung. Und diese Sache natürlich, die in ihrem Herzen ist, wenn sie danach, Gott bewahre, die Verse aus dem Koran al-Karim hören oder aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, und diese widersprechen seiner Überzeugung, die schon in seinem Herzen zuvor schon Platz gefunden hat, dann verwirft er diese Überzeugungen, dann verwirft er diese Texte aus dem Koran, der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und diese Angelegenheit ist unglaublich gefährlich, da man natürlich die Wahrheit nicht akzeptiert und sie zurückwirft. Und liebe Geschwister, ein Beispiel dafür ist zum Beispiel, manche von uns, wenn sie sich in einem Thema nicht auskennen, und manche von uns denken, die Religion ist beschränkt auf den Beten und Fasten und was man glaubt an Allah, die jüngsten Tag und die Engel und so weiter. Und sie haben vergessen, dass die islamische Religion eine Lebensweise ist. Ad-Din, was wir normalerweise übersetzen mit Religion, ist keine Religion im klassischen Sinne, dass man es nur in der Moschee praktiziert, sondern unsere Religion praktizieren wir innerhalb der Moschee als auch außerhalb der Moschee. Sowohl wenn es um religiöse Elemente geht, als auch wenn es um nicht religiöse Elemente geht. Das heißt, sowohl wenn es um Gottesdienste geht, als auch wenn es um Nicht-Gottesdienste geht. Auch wenn du draußen kaufst und verkaufst, auch wenn du mietest, auch wenn du Verträge eingehst, egal was du draußen machst, das hat auch was mit Religion zu tun und ist auch dem islamischen Gesetz unterworfen. Liebe Geschwister, deswegen passiert es, dass ein Muslim in manchen Themen gefragt wird. Was ist deine Meinung zu irgendeinem Ereignis auf der Welt? Was ist deine Meinung zu irgendeiner Ideologie? Was ist deine Meinung zu irgendeiner Sache, ob die jetzt wirtschaftlich ist oder politisch ist oder wie auch immer oder wirtschaftlich ist? Dann gibt er seine Meinung dazu, weil er denkt, dass die islamische Religion dazu keine Meinung hat. Lieber Bruder, unsere Religion ist vollkommen. Allah sagt im Koran Karim sinngemäß, heute habe ich euch eure Religion vervollkommen. Sie ist vollkommen. Sie gilt nicht nur für die Moschee, sondern sie gilt auch außerhalb der Moschee. Dann ist er von einer Sache überzeugt, wie zum Beispiel, dass jeder Mensch glauben darf, was er will. Oder dass jeder Mensch sagen darf, was er will. Dass man auch seine Religion kritisch betrachten darf, egal was. Und er sieht das als eine vernünftige Sache. Und wenn man ihm dann plötzlich einen Vers aus dem Koran zeigt oder einen Hadith aus der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dann stoßt das auf Widerstand in seinem Herzen, weil er von was Falschem überzeugt ist schon vorher. Und das ist natürlich eine große, gefährliche Angelegenheit. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam warnte davor. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über eine Aya in Surat Al-Imran, in der Aya geht es, liebe Geschwister, darum, dass die Ayat im Koran Karim, manche davon sind glasklar und manche davon sind mehrdeutig. Das heißt nicht so klar. Unsere Aufgabe eines Muslims ist es, die klaren Ayat als Grundbasis zu nehmen
Und darauf baut er dann die unklaren Ayat auf, damit sie eben klar werden. Das heißt, er betrachtet die unklaren Verse im Lichte der klaren Verse. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, nachdem er diese Ayat vorgelesen hat, wenn ihr diejenigen Menschen findet, wenn ihr diejenigen Menschen antrefft, die dem vom Buch Allahs befolgen, was unklar ist, das sind diejenigen Menschen, die sagen, das sind diejenigen Menschen, vor denen Allah warnt. Das sind diejenigen Menschen, über die Allah sagt, hütet euch vor ihnen, seht euch vor ihnen in Acht. Und wie viele Menschen sehen wir heutzutage, Gott bewahre, ob das im Fernsehen ist oder in den Moscheen ist oder wo auch immer, die eine Ayah aus dem Koran Karim nehmen und sie plötzlich als Basis nehmen. Da kommt vor kurzem ein absolut irregeleiteter Mensch, absolut auf dem falschen Weg, ein Mensch, vor dem viele Gelehrte schon gewarnt haben, liebe Geschwister, und fängt an, sogar, das ist die Sache, das ist nur eine Nebenbeisache, fängt er an, eine Ayah aus dem Koran zu nehmen, subhanallah, und will dadurch beweisen, dass man tatsächlich Weihnachten feiern darf. Ja? Das hat er gemacht, aus einer Ayah aus Surat Maryam hat er sie genommen und hat darauf gesagt, möge Allah subhanahu uns bewahren, was ist das für ein Irrgang. Aber warum? Weil diese Personen, Gott bewahre, yani, die kommen im Fernsehen und die Muslime hören ihnen zu und sie werden dann davon überzeugt. Und natürlich solche Unwahrheiten, die uns das Leben natürlich an, wir geben zu, es macht das Leben einfacher, wirklich, es macht das Leben einfacher, wenn man einfach alles machen darf und nichts verboten ist. Und sowas wird natürlich dann mehr verbreitet unter den Menschen. Liebe Geschwister, Abu Qilaba, rahimahullah ta'ala, einer der Tabi'in, sagte, setzt euch nicht mit den Leuten zusammen, die ihren Gelüsten folgen, und redet nicht mit ihnen, denn ich befürchte, sie könnten euch mit ihren irren Gedanken überfluten oder euch hinsichtlich dem, was ihr eigentlich wusstet, durcheinander bringen. Es gibt Dinge, liebe Geschwister, am Anfang des Islams, die waren glasklar, die waren hundertprozentig eindeutig, wie zum Beispiel der Hijab, die Kleidung der Frau, wodurch sie sich schützt vor den Blicken fremder Männer. Genauso der Niqab, der Gesichtsschleier, war eine ganz normale Sache. Das war, die Frauen des Propheten haben das getragen und auch andere Frauen wie Zainab und andere yani Frauen des aus der Zeit des Propheten, sie haben das getragen. Heutzutage kann manche Leute, das was damals in Ordnung war, normal war, ma'ruf war, ist heutzutage unter ihnen etwas Abscheuliches geworden und sie wundern sich darüber. Und das hat der Prophet s.a.w. angekündigt. Er hat schon darüber gesprochen, vor 1400 Jahren, dass am Ende der Zeit die Menschen diejenigen Dinge, die vorher normal waren, als seltsam bezeichnen werden. Und diejenigen Dinge, die damals seltsam waren, heutzutage als normal bezeichnen. Und das braucht eine eigene Predigt. Und dafür gibt es natürlich viele Beispiele, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Liebe Geschwister, eine der weiteren gefährlichen Hindernisse, die etwas zu tun haben mit der Gesellschaft, in der du dich befindest, mit den Menschen, um denen du zusammenlebst, ist, dass man sich zusammensetzt. Mit Zusammensetzen gemeint ist nicht, dass du auf dem Stuhl sitzt und der sitzt dir gegenüber, sondern man ist gemeint, dass du mit ihm deine Zeit verbringst, dass du mit ihm dein Essen teilst, dass du mit ihm Ausflüge machst und so weiter. Das sind diejenigen, damit gemeint sind in diesem Fall diejenigen Menschen, die, Gott bewahre, Frevler sind und Sünder sind, die Sünden begehen. Liebe Geschwister, der Mensch wird beeinflusst. Und wie viele Kinder aus unserer eigenen Moschee haben wir nur durch diese Sache verloren, weil sie schlechte Freunde haben, weil sie den Weg den Weg zur Moschee nicht mehr gefunden haben. Oder sie haben ihn gefunden, nachher haben sie ihn verloren, weil andere Menschen sie geangelt haben. Und ihre Väter und ihre Mütter, sie beten mit uns jetzt gerade in der Moschee, aber ihre Kinder sind nicht mehr unter uns. Warum? Weil sie eben beeinflusst worden sind von dem, was andere Leute ihnen erzählt haben und natürlich auch ihre Gelüste, die sie haben im jungen Alter. Man wird sehr leicht sehr leicht vom Weg abgebracht. Deswegen die Aussage vorher, ich habe Angst, wie Abu Qilaba sagte, rahimahullah, ich habe Angst, setzt euch nicht mit solchen Leuten zusammen, denn ich habe Angst, dass sie euch mit ihren irren Gedanken überfluten. Einmal, man kann sich wehren, zweimal, dreimal, beim vierten Mal, man sagt nichts mehr, man findet diese schlechte Sache gar nicht mehr so schlimm. Und beim fünften Mal, irgendwann mal, macht man selbst mit und der Mensch ist weich. Und wie man auf Deutsch sagt, zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Es gibt viele Dinge, liebe Geschwister, und am gefährlichsten ist es natürlich, und damit möchten wir inshallah ta'ala auch abschließen, am gefährlichsten ist es, wenn die Leute, mit denen du deine Zeit verbringst, einen falschen Glauben haben, Gott bewahre. Das heißt,
Sie haben etwas in ihrer Aqida, irgendetwas, was falsch ist. Und dazu gehört an allererster und gefährlichster Stelle der Schirk mit Allah subhanahu wa ta'ala. Das heißt, die Beigesellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Denn manche Muslime, sie wissen nicht, was das bedeutet. Manche Muslime denken, Schirk bedeutet einfach nur, dass man sagt, es gibt zwei Götter oder drei. Oder manche sagen, Schirk bedeutet einfach nur, dass man yani, sich niederwirft, Sujud macht für jemanden anderes außer Allah subhanahu wa ta'ala. Nein, lieber Bruder, das ist nicht das Einzige. Das sind natürlich das verschiedene Formen der Beigesellung Allahs. Aber das ist nicht das Einzige und nicht das Letzte und nicht das Einzige Gefährliche. Was auch dazu gehört, sind Dinge, die vielen Muslimen verborgen sind. Wie zum Beispiel, manche, Gott bewahre, sie glauben, dass bestimmte Personen rechtschaffene Menschen sind. Das heißt, sie sagen, die Person per se, das heißt, sie zeigen mit dem Finger auf eine bestimmte Person und sie meinen, diese Person ist ein nahestehender Allah subhanahu wa ta'ala, ist ein rechtschaffener Allah subhanahu wa ta'ala. Und warum? Weil er viele Wunder bewirkt hat. Und wie geht das Sache weiter? Nachdem er gestorben ist, wirkt er immer noch Wunder, Gott bewahre. Und das ist das Gefährliche, liebe Geschwister. Weil hier werden dem verstorbenen Menschen Taten zugeschrieben, die nur Allah subhanahu wa ta'ala macht. Und dann gibt es dieser berühmte Joker, den viele dann verwenden beim Argumentieren. Sie sagen, ja, wo ist das Problem? Jesus Christus, alayhi salatu wassalam, hat doch auch Wunder gewirkt. Und wieso sollte nicht ein anderer Mensch auch im Namen Allahs oder durch den Befehl Allahs oder durch die Allmacht Allahs subhanahu wa ta'ala dazu befähigt sein, Wunder zu wirken? Und wir sagen ihm, beweis uns erst einmal, dass dieser Mensch ein rechtschaffender Mensch war, genauso wie Isa es war. Über Isa wissen wir im Koran al-Karim, aber über deinen Menschen wissen wir überhaupt nichts Bescheid. Das Einzige, was wir wissen, ist das, was du über ihn erzählt hast. Das Einzige, was wir wissen, sind deine Halluzinationen und deine Gedanken, die du über ihn erzählt hast, die überhaupt gar keinen Wahrheitsgehalt haben. Die nächste Sache ist, was bedeutet überhaupt Tawhid? Was bedeutet es überhaupt an Allah Azza wa Jal als den einen einzigen Herrn, Rabb, zu glauben, wenn du anderen Menschen Taten zuschreibst, zu denen nur dein Herr subhanahu wa ta'ala imstande ist? Was bedeutet Tawhid denn überhaupt noch? Du kannst doch nicht sagen, diese andere Person, wie heißt es, macht das im Namen Allahs oder durch den Befehl Allahs. Was ist dann noch Tawhid? Dann ist Allah nicht mehr der Einzige, der das macht. Deswegen, liebe Geschwister, diese Sachen sind vorhanden. Und ich habe erfahren, dass es das gibt unter Leuten, die auch zu dieser Moscheegemeinschaft gezählt werden. Und deswegen warne ich davor und möchte ich diese Sache mit euch teilen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch unseren Iman stärken und uns weit entfernen vor allen Dingen, die unseren Iman zerstören oder unseren Iman schwächen. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.